und dann und Lob gebührt unserem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala. Friede und Segen sei auf seinen letzten Gesandten, Siegel aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Geehrte Muslime, zur absoluten Wahrheit gehört, dass wir alle unserem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala begegnen werden. Egal, ob wir das wollen oder nicht, das ist die Wirklichkeit. Im Koran heißt es, O du Mensch, du strebst mit aller Mühe deinem Herrn zu und du sollst ihm begegnen. Dieser Ruf unseres Herrn ist eine verkürzte Darstellung unseres diesseitigen Lebens. Dieser Ruf verdeutlicht uns ebenfalls, dass dieses Leben aus Streben und Anstrengung besteht und dass wir uns auf diesem Weg zu unserem Herrn bewegen, um von ihm für alles, was wir gemacht haben, entlohnt zu werden. Es gibt Menschen, die in diesem Leben sich anstrengen, dafür aber im ewigen Jenseits sich erholen werden. Und es gibt Menschen, die in diesem kurzen Leben falsche Anstrengungen leisten und dann im Jenseits ewigem Unglück ausgesetzt sein werden. Liebe Muslime, Abu Bakr radiallahu anh hat Bilal ibn Rabah radiallahu anh, der zuvor ein Sklave war, von Umayyah bin Khalaf um Allahs Wohlgefallen freigekauft und freigelassen. Allah offenbarte danach folgende Verse. Euer Bemühen ist wahrlich verschieden. Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist und das Beste für wahr hält, so werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält und das Beste für Lüge erklärt, so werden wir ihm den Weg zum Schwereren leicht machen. Und was soll sein Besitz ihm nützen, wenn er sich ins Verderben stürzt? Das Bemühen der Menschen ist verschieden also. So war das Bemühen von Abu Bakr um das Wohlgefallen Allahs und seine Zufriedenheit. Und das Bemühen von Umayyah bin Khalaf war auf dem Wege der Unzufriedenheit Allahs. Wie wir sehen, ist diese Welt wie ein Markt, auf dem die Menschen ihre Mühe leisten. Entweder ist diese Mühe mit Allah, so dass der Mensch ein schönes Leben hat und im Jenseits zu den Glücklichen gehört, oder seine Mühe ist mit dem Satan, mit dem Shaitan, und er verliert beide Welten. Prophet Muhammad, Allahs Friede und Segen mit ihm, hat gesagt, jeder, der aus seinem Haus ausgeht, geht entweder unter der Begleitung des Engels heraus oder er geht unter Begleitung des Satans heraus. Derjenige, der im Gehorsam zu Allah herausgeht, er ist unter der Begleitung des Engels. Und wer im Ungehorsam Allahs herausgeht, er ist unter der Begleitung des Satans. Liebe Muslime, die Menschen unterscheiden sich auf ihrem Weg zu Allah. Die erfolgreichsten auf diesem Weg sind jene, die ihre Seelen unter Kontrolle haben und dessen Herzen heil sind. Im Koran heißt es, an dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemanden nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Wessen Herzen aber verdorben sind, deren Handlungen und Bemühungen werden ebenfalls verdorben sein und verloren gehen. Im Koran heißt es, sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren, deren Bemühungen im diesseitigen Leben fehlgehen, während sie meinen, dass sie gut handeln würden. Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen. So werden ihre Werke hinfällig und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Das ist der größte Verlust, wenn einem alle seine Anstrengung und Mühe dieser Welt verloren geht, als ob man nichts geleistet hätte. Wer sich also um Allahs Wohlgefallen bemüht in dieser Welt, er hat sein Selbst Allah übergeben
und so vor Bestrafung wird. Wer sich aber im Ungehorsam Allahs übt, hat sein Selbst an Satan übergeben und begeht den Weg des Verderbens. Allah sagt im Koran, und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird als das, worum er sich selbst bemüht. Dass sein Bemühen gesehen werden wird, dass ihn hierauf nach vollem Maß vergolten wird und dass zu deinem Herrn das Endziel sein wird. Möge Allah unsere Herzen heilen, möge Allah uns den Weg seiner Zufriedenheit beschreiten lassen und uns auf diesen Wege festigen und beschützen. Amin, ya Rabbal Alameen, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.